Das kommt. Scheiße. Fernsehen. Zeug. Haben Sie das auch in der Zeitung gelesen? Von dem Tode, wo sie gefunden haben? Das, die haben hat ein Familienhandwerker bestellt zum Tapezieren und im letzten Zimmer war einer tot im Bett gelegen. Und der war seit 4 Jahren tot und hat die Familie gesagt, es wäre ihnen nicht aufgefallen. Das gibt's doch gar nicht, oder? Dass einer 4 Jahre tot im Bett liegt und das, die, das also, ich meine, der muss doch gestunken haben, wo war es wie? Also, ich meine, die ersten 2 Jahre auf jeden Fall. Und das sagen die haben es nicht gemerkt. Das, und ich meine, das war die Handwerker haben die Polizei geholt und hat schon rausgestellt, die hatte, das war der Opa. Der war normal gestorben, aber so habe ich es kaum gesagt. Die sind jede Ultimo, sind sie auf die Sparkasse, haben die Rente geholt. Lieber ein paar Schoppen mehr und ein Zimmer weniger. So ist es heutzutage. Gehen Sie mit einem um. Und dann kam hin drauf, 2 Tage später, im Radio, in Griechenland machen sie das seit Jahren. Ja, aber nur mit toten Beamten. Das, da stimmt doch hin und vorne. Und dann kam noch im Fernsehen auch noch, dass, jetzt mal als Beispiel, in Russland kannst du für 1000 Euro einen erschießen lassen. Also ab 1000 Euro, jetzt nicht. Kriegst du jetzt nicht jeden für 1000 fort, aber sag mal, und das ist jetzt ein Nachbar, ist, der ihn keine Sau kennt, dann gehst du hin, gibst einen 1000, sich putzen du weg. Und wenn es ein Bekannter ist, kriegst du nicht für 1000. Jetzt sagen wir jetzt an wie der Ackermann. Den kriegen wir für 1000 nicht fort, da müsste man zusammenlegen. Also, das. Da wäre. Da gibt es keinen Kredit bei der Deutschen Bank dafür. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, weil wir gerade beim Ackermann sind. Also, eine Monatsrente wäre mir wert. Ja, doch, für einen guten Zweck würde man kürzer getreten pro Woche. Aber nicht quälen, nur fort. Ja, einfach das. Dass immer ein Anfang gemacht ist. Ja. Ich meine, ich selber kenne es nicht. Das ist, ich könnte noch nicht einmal auf den Ackermann schießen. Ja, noch nicht einmal mit dem Luftgewehr. Ich schieße ja nur, ich schieße Spatze und Elstern. Bei mir im Schrebergarten hin. Ich habe 2 Kirschbäume. Da möchte mir der Helmut, mein Nachbar, möchte mir da immer Kirschwasser schwarz gebrannt raus. Und dass man die Dreckviecher die Kirsche nicht wegfressen, können sie andere weg. Aber sonst schieße ich nichts. Gut, jetzt als noch einmal auf die Titelseite von der Bildzeitung, aber nur so was Gescheites dabei ist. Das war jetzt mein erster Gang. Wenn ich die Bildzeitung geholt habe, gucke ich, ist für mich heute vorne drauf was, wo man. Also hier neulich, der Sarrazin hatte ich 3 Wochen, der hat ausgesehen hinterher, mein lieber Freund. Nein, dem habe ich gegeben, dem Arschloch. Und da hat aber der Helmut. Der Ding, mein Rebergard-Nachbar, der hat dann gesagt, das hätte sich nicht getraut, wie der Frau noch gelebt hat. Der Helmut, der hilft mir jetzt immer der Gartenmacher, seit seit meine Frau tot ist. Nicht? Und der hat gesagt, ich wäre irgendwie komisch geworden. Und das, aber das haben sie bei den Dingen, bei der SPD haben sie es auch gesagt. Bei der Ortsversammlung neulich haben sie gesagt, ich wäre aggressiv von, aber das stimmt. Das haben die nur gesagt, weil ich gesagt habe, die Andrea Nahles gehört dahin, wo sie herkommt, in die Eifel, wo es am dunkelsten ist. aber ich meine, dafür muss man nicht aggressiv sein. Dass man sowas sagt, da muss man auch nur mal an die Partei denken. Und das. Aber, ist egal. Die Jockel, mein Bub sagt manchmal, Opa, sei friedlich, sonst kommst du ins Heim. Ja, sagt aber nur im Spaß. Ich habe 2 Buben, die Jockel, das ist mein Jüngster. Und der guckt als mal, der kommt immer vorbei ab und zu. Und dann sagt er manchmal, sagt der Opa, mach langsam, sonst bist du gleich fort. Ja, aber dann trinken wir einen Schoppen zusammen und dann sind wir wieder gut. Der tät mich nicht ins Heim. Der Jockel, vor dem habe ich keine Angst. Der tät mich ins Heim, den der nicht machen. Der Jockel war das ja auch, der wo gesagt hat, Opa, weißt du was, wir graben die Mutter aus und holen sie her. Das war ja die Jockel, ich werde da gar nicht drauf kommen. Aber hier der Helmut, das ist mein Schrebergarten-Nachbar. Der Helmut, der hat gleich gesagt, Kerl, aus, stell dich nicht so an, solange die Erde noch locker ist, haben wir sie in einer halben Stunde draußen. Ja. Das hat aber gar nicht gestimmt, das ging 1,5 Stunden.
Das ist, mein lieber Freund. Ja, ja. Aber ich habe auch nicht mitgemacht. Das war mir unheimlich. Nachts auf dem Friedhof mit dem Schieb. Ich habe draußen aufgepasst, dass keiner kommt. Und die Jockel und der Helmut, die haben sie raus. Und dann haben wir sie zu uns geholt in der Gatte. Und da haben wir bei ihrem Lieblingsplatz. Die hat doch immer so gern auf dem Bänkchen gesessen. Zu der Silberhochzeit hatte ich von Ikea so ein kleines Bänkchen für zwei Leute. Das haben wir da hingestellt, wo die Sonne morgens als erstes rumkommt, da sind wir gesessen. Und da haben wir ein kleines Loch gemacht und ein Bänkchen, da habe ich sie versenkt. Da hat noch der Juckel gesagt, Opa, mach du das nur. Weil ich hätte sie auf dem Friedhof hätte ich sie gern getragen und die haben mich nicht gelassen. Nicht auf dem Hauptfriedhof. Kennen Sie den in Frankfurt? Der Hauptfriedhof. Ein Scheißdreck ist das. Die lassen dir, darfst du gar nichts. Ich wollte sie tragen, habe ich gesagt, das wäre gegen die Vorschrift. Dann habe ich gesagt, warum? Was ist? Ja, da könnte was passieren. Nachher lassen sie fallen. Dann habe ich gesagt, sie ist doch schon tot, was wollt ihr da noch groß? Also, das. Naja, jetzt haben wir sie bei uns, das ist besser. Der Helmut hat auch gesagt, aus ist sowieso besser, wenn wir sie hier haben. Da gibst du dem Gatte auch mehr Mühe, wenn du das Gefühl hast, der Frau guckt auf die Finger. Das kann natürlich sein. Von daher war es natürlich auch gescheit, dass wir sie verbrennt haben. Ein Sasch hätte sie gar nicht rausgerät. So denke ich als. Also, wie gesagt, die Mutter, die Ding, die, meine Frau hat auch wegen dem Gewehr, glaube ich, nichts gesagt, weil das knallt ja noch nicht einmal. Nicht so ein Luftgewehr, das flatscht nur. Da ist kein Druck dahinter, das schon bei den Eltern muss man als zwei, dreimal nachladen. Nicht das. Und außerdem schieße ich immer nur Richtung Kirschbaum, dahinter ist die Böschung, da geht der Bahndamm hoch zum ICE. Man, da ist ja keine. Also, kaum. Da ist, ja gut, neulich war nicht das, ich habe Spaß, weil es in der Zeitung gestanden hat, ist einer hoch nachts, aber das waren Selbstmörder. Und ich meine, lieber Gott, nicht Selbstmörder. Ich kann ihm nicht helfen mit dem Luftgewehr, muss er schon selber bis hoch zum Zug. So, jetzt gehe ich noch ein paar Schuppen, nehme zwei kleine um die Uhrzeit jetzt, da kommen immer die ganzen Güter zu sich, das ist mir zu laut. Dann nehme ich noch ein paar kleine und gehe ich ins Bett. Vielleicht sehen wir uns noch mal. Schönen Abend noch. Wiedersehen.